Corona hat gezeigt, dass der Schutz der Allgemeinheit wichtiger ist als das Wohl des Individuums. Kein Intensivbett für Ungeimpfte. Man erinnert sich, oder? Im solchen Fall müsste also konsequenterweise jede erste Hilfe verboten werden. Denn oberstes Gebot ist das Vermeiden von Infektion. Der Ersthelfer könnte infiziert sein. Der Verwundete könnte infiziert sein. Was wäre denn nun, wenn da jemand einen schweren Unfall hat und nun wegen einer schwerwiegenden Wunde stirbt? Früher, als die Menschen noch normal waren, war es klar, dass man erste Hilfe leistet und versucht, denjenigen zu retten. Jetzt, mit der neuen Gesundheitsordnung, ist das zumindest nicht mehr so eindeutig. Da wäre erstmal wichtig zu fragen, ob derjenige geimpft ist. Denn wenn derjenige dann ohnehin kein Intensivbett bekommt, kann man die erste Hilfe ja auch gleich sein lassen. Danke für deine Zeit.